Entschuldigung, etwas mit der Verbindung. Du schon wieder! Was willst du? Entschuldigung, also ich bin Finanzberaterin für Aktien und also ich möchte verstehen, wie viel wollen Sie in Aktien investieren und wie viel wollen Sie erhalten pro Monat? Erhalten? Du erhältst von mir 100.000 Schläge mit Stahlbarren auf deinen nackten Arsch, bis er glüht, wie die Abendsonne, die bei Rhodos in das Scheißmeer versinkt. Das ist das Einzige, was du von mir kriegst. Verstehst du das? Sie haben einige Probleme. Ja, vielleicht sehen Sie zu viel Porno. Was? Wie redest du mit mir, kleines Mädchen? Warum wollen Sie wie ein Dummkopf aussehen? Warum hörst du dich wie ein Dummkopf an? Warum beantworten Sie meine Frage nicht? Weil deine Fragen dumm sind und du auch überhaupt nicht verstehen würdest, was ich sage. Du bist aus irgendeinem Kanaldeckel gekrochen und machst jetzt einen auf Finanzberater. Kannst wahrscheinlich nicht mal deinen eigenen Namen schreiben. Was ist los mit dir? Also bist du nicht zur Schule gegangen oder was? Es ist nicht sehr angenehm. Also, ich möchte Ihnen... Ich bin doch nicht hier, um ein Wohlfühlklima für Internetbetrüger zu schaffen. Dafür bin ich hier nicht angestellt worden. Okay. Gib mir mal deinen Chef. Du verstehst überhaupt nichts. Wenn Sie kein Geld mit Aktien verdienen wollen, dann Sie können das sagen. Ja? Natürlich will ich Geld verdienen. Aber da kann ich mich ja mit der Bandansage von der Deutschen Bahn unterhalten. Die hat einen höheren Intelligenzquotienten als du. Wie sie noch anrufen? Ja, guten Morgen, hier ist Schiffer. Ich wollte wegen dem Gewinn anfragen. Wegen einem Gewinn? Ja. Was haben Sie denn da bekommen? Entschuldigung, muss ich mich konzentrieren. Die Auswahl zwischen Rot und Blau. Jawohl. Und für was haben Sie sich da entschieden? Blau, das passt am besten zu mir, denke ich. Aha. Dann dürfen Sie sich hier über einen tollen Reisegutschein freuen. Hat sich doch gelohnt. Da geht es dann für Sie und eine zweite Person Ihrer Wahl mal 4 Tage auf einen, 3 Tage auf einen Kurztrip nach Dresden. Inklusive ist An- und Abreise im Fernreisebus. 2 Übernachtungen, Doppelzimmer, Frühstück. Das Ganze ist für 2 Personen. Und ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Hört sich so richtig toll an. Danke. Genau, und damit wir Ihnen das zuschicken können, brauche ich Name und Anschrift von Ihnen. Wie ist denn Ihr Vorname? Roland. Und der Familienname? Schiffer. Wie das Schiff, unser Schifferfahrer. Also wie das Schiff. Jawohl, und Ihre Telefonnummer mit Vorwahl? Ja, 040. Ja. 39 47 12. So, dann bitte Ihre Postleitzahl. Ja, 91448. 91448. Ja. Aber dann können Sie ja nicht unter einer 040-Nummer erreichbar sein. Oder? Ja, doch, ich bin da zu Hause und das ist die Weiterstadt so zu meinem Mobiltelefon. Moment mal, das ist aber eine Festnetznummer aus Hamburg, die Sie mir angegeben haben. Das weiß ich und die schaltet weiter auf mein Mobiltelefon. Aha. Dann bitte Ihre Straße. Alt-Schauerberg. Ja. 8. In Emskirchen. Ja, ist einfach so. Und Ihr Geburtsdatum bitte. Das ist der 20. April 72. 1972. Ja, klar. Okay. Also, der Gutschein. Achso, haben Sie Internet zu Hause, Herr Schiffer? Ja, auf dem Telefon habe ich Internet, ja. Okay, weil ich gebe Ihnen dann mal eine Internetseite durch und einen Code. Damit können Sie dann den Gutschein abrufen. Also der kommt nicht mit der Post, oder? Na, wenn Sie Internet haben, können Sie sich den da selbst abrufen, dann ist er schneller. Dann haben Sie den schneller verfügbar. Ja, das war keine Kritik. Ich wollte nur wissen, wie das abläuft. Nee. Nicht falsch verstehen. Nee, es ist nur so, wenn wir Ihnen das per Post schicken, ist auch möglich. Aber dann dauert das 3 bis 4 Wochen. Nee. Und so hätten Sie den schneller verfügbar. Wir wollen ja auch das Papier sparen, ne?
Ja, kann schon sein. Das ist auch eine Möglichkeit. Weil da kann man ja wieder schöne Joints draus drehen stattdessen. Ja, genau. Ja, ist einfach so. Ja, dann nehmen Sie sich bitte mal einen Zettel und einen Stift. Ich tippe das direkt ein hier. Wie bitte? Hä, was? Ich habe gesagt, ich tippe das direkt ein. Das brauche ich dann hier aufschreiben. Gut, also die Internetseite lautet www.gutscheinreisen.net. Gutscheinreisen.net. Hm. Und der Code lautet ein G wie Gustav. Ja. Bindestrich. Ja. UYCD. UYCD. Und dann geht's nach Dresden. Das ist der Code, womit Sie also den Gutschein abrufen können. Ja, da wünsche ich Ihnen also dann viel Freude und eine wunderschöne Reise. Das ist super nett von Ihnen. Vielen Dank. Und Herr Schiffer, unabhängig davon haben Sie heute auch noch zusätzlich Glück mit Ihrem Anruf, dass Sie meine Leitung getroffen haben. Und das hat folgende Bewandtnis. Sie dürfen nämlich noch mitmachen bei unserer Sonderaktion Premium-Tipp 49 Pro. Aha. Diese Aktion starten wir am 15. März für einen ausgewählten Teilnehmerkreis in der Gemeinschaft. Und für zunächst 3 Monate haben Sie dann hier mal jeden Mittwoch und jeden Samstag 119 Tipprein inklusive 10-mal Spiel 77 und Super 6. Auch noch. Beim Spiel um den Lotto-Jackpot, das heißt also, Sie verpassen hier keine Ziehung und spielen bildlich gesehen die Woche mit 20 Scheinen, also 238 Tipps die Woche in unserer kleinen Gemeinschaft von nur 180 Teilnehmern. Und um Ihre Gewinnchancen noch mehr zu erhöhen, geht auch Ihr persönlicher Tipp jeden Samstag mit in die Ziehung. Das Besondere hier ist, Sie erhalten eine doppelte Treffergarantie. Ist das eine Bandansage jetzt, oder? Nein. Ah, okay, Entschuldigung. Sie erhalten hier eine doppelte Treffergarantie. Das heißt, Sie werden hier nicht leer ausgehen und definitiv mindestens 4 Treffer jede Woche bei uns haben, weil schon alleine durch Spiel 77 und Super 6 alle Endziffern doppelt abgedeckt sind, haben Sie hier schon 4 Treffer jede Woche dadurch, ja? Das ist doch klasse. Und für Sie auch noch mit dabei das Premium Card Pro Sparprogramm. Dadurch erhalten Sie hier jeden Monat Bonuspunkte, die Sie dann in tolle Markenprodukte tauschen können, aus Haushalt, Garten und so weiter. Wichtiger Punkt ist sicherlich auch Ihre Frage, was setzt man dafür ein? Und das sind hier für Sie pro Ziehung je Mittwoch und Samstag nur 2,41 und für den kompletten Monat nur 59,50, egal wie viele Wochen der Monat hat. Und ich kann nur sagen, 3 Monate sind ja eine überschaubare Zeit. Sie können hier nicht leer ausgehen. Probieren Sie es also gern mal aus und sagen mir mal 6 Zahlen für Ihren persönlichen Tipp von 1 bis 49. Gibt's da bei diesen Prämiendingern auch einen Zapfhahn? Den bräuchte ich ganz dringend, der ist kaputt gegangen. Es geht hier um Lotto, Herr Schiffer. Ja, aber da gibt's doch irgendwelche Sachen, wo man irgendwelche Punkte reinstopfen kann. Ich brauche einen Zapfhahn. Also Sie haben praktisch da einen Prämienkatalog mit dabei und durch das Premium-Card-Sparprogramm kriegen Sie ja Bonuspunkte, die Sie ja dann in Markenprodukte tauschen können. Was in dem Katalog da drin ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es sind verschiedene Sachen aus Haushalt, Technik und Garten und so weiter. Ja, ja, wegen Haushalt habe ich ja gefragt, wenn Sie da einmal kurz gucken können, ich warte so lange. Ich kann da nicht nachgucken, weil der Katalog immer aktuell den Kunden zugeschickt wird. Ja. Schicken Sie mir den mal kurz mit der E-Mail rüber, dann gucke ich da mal eben rein. Ich kann da nicht nachschauen, ich kann Ihnen auch nichts per E-Mail schicken. Warum nicht? Das ist doch so modern. Das geht. Das geht aber leider nicht. Ach, ja. Meine Güte, ist das alles traurig. Was sagen Sie denn zu der Sonderaktion vom Lotto, Herr Schiff? Da frage ich mich, wie viele Leute fallen da am Tag drauf rein? Auf was? Auf diese Geschichte. Auf was für eine Geschichte denn? Naja, man ruft an, weil man angeblich was gewonnen hat, da ist man die Kohle los hinterher. Das eine hat doch hier mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine das eine wäre nicht zustande gekommen, wenn ich nicht so doof gewesen wäre, hier anzurufen.
Herr Schiffer, dürfen wir Sie natürlich jederzeit wieder rufrig anrufen? Die Alte liest das vor wie so ein Computer. Wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriften haben. Darf ich Sie widerruflich anrufen, wenn ich Angebote für ehrliche Jobs habe? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Den wünsche ich Ihnen nicht. Suchen Sie sich mal richtige Arbeit. Ah, ich liebe das. Ackmann. Wer ist da? Ja, Willi Koch ist mein Name. Aha. Und ich bin Account Manager. Willi Koch ist mein Name und ja? Ich bin Account Manager. Habe ich verstanden? Bitte? Ja, habe ich verstanden. Willi Koch, ja? Ja, Willi Koch, ja. Aha. Ich bin von Onyx Corporation. Sie haben bei uns angemeldet, online Geld zu verdienen. Ist das richtig? Ja, klar. Ja, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ach, nee, überhaupt nicht. Ach so. Aber Sie möchten gerne investieren? Ich wollte ein bisschen Geld verdienen, ja. Ach so. Haben Sie unsere Werbung angeschaut und alles verstanden? Abgelaufen. Ne, Werbung habe ich nicht angeguckt. Ich habe Internetseite habe ich angeschaut, aber so wie ich verstanden habe ich das nicht. Also Sie wissen vielleicht, dass es mit kleinen Investitionen 250 Euro, Sie können bis zu 50 Euro pro Tag verdienen. Das habe ich gelesen, darum habe ich mir das ja angemeldet. Ich finde das ganz, ich finde das ja cool, ne? Wer sagt schon Nein zu Geld? Ja, dann ist das funktioniert eigentlich ganz einfach. Sie brauchen dafür ein Handelskonto aktivieren. Aha. Ja, und dann auf dieses Handelskonto muss eine Summe sein, also mit welchem Sie können also Geld verdienen. Ach so. Also minimales bei uns ist 250 Euro und wie gesagt, Sie können bis zu 50 Euro pro Tag verdienen. Ach so, wenn man mehr drauf macht, dann wird das auch mehr Geld am Tag oder wie läuft das? Naja, das ist voll logisch, ja. Ja, weiß ich ja nicht, ich muss ja fragen, Mann, ich bin neu. Nee, das ist voll logisch. Also ich habe gedacht, Sie haben schon alles gesehen in dieser Werbung und Sie wissen das genau. Naja, Sie müssen einfach Geld verdienen. Wollen wir das investieren oder brauchen Sie noch welche Antworten auf Ihre Fragen oder so? Was gibt's denn Wichtiges zu wissen? Ich kenne mich jetzt so gar nicht halt aus, ne? Ja, wir bieten automatisches System zum Handeln. Und wenn Sie investieren, für Sie ganze Arbeit macht dieses sogenannte Robot. Und der mit diesem Robot können Sie die richtige Anstellungen machen. Und sogar gibt es ein System Stopp und Los. Sie können, wenn das Roboter sieht, dass Sie können Geld verlieren, also aha, dann schaltet der Handel aus. Und wenn der Robot sieht, dass Gewinn kommt, dann schaltet er wieder an. Aber woher weiß der, ob ein Gewinn kommt? Ja, das ist... Künstliche Intellekt heißt das. Also der weiß genau, wie das Börse funktioniert, in welchen Bereich besser investieren. Und der kontrolliert Ganze in weniger als Sekunden Zeit schnell. Also muss ich mir runterladen oder wie geht das? Ja, wenn Sie Ihr Handelskonto aktivieren, dann ruft unsere Finanzabteilung und Sie zusammensetzen, also machen Termin und Sie installieren also diese Software und so können Sie Ihr Handelskonto zu sehen und Ihr Gewinn sehen und durch diese Software Sie können Ihr Gewinn auszahlen lassen. Hallo. Hey. Hallo? Ja, ich schlechte Verbindung. Ja, wo sitzt du denn, Alter? Sitzt du in Kalkutta oder was? Ja, ich sitze am Computer, ja. Nicht Computer, Kalkutta, Bombay. Hindustan. Bombay? Ja. Bombay, wo ist das? In Indien, Mann. Wir sind hier rumgekommen. In Indien? Ja. Das ist indische Akzent, Bruder. Nee, so weit sind wir nicht. Nee. Bist du nicht von Indien? Nein, nicht aus Indien. Woher kommst du? Wie, ursprünglich oder wie? Ja, natürlich. Ach so, ursprünglich aus Kasachstan. Ah, geil. Wollen wir zusammen Nationalhymne singen? Bitte? Sollen wir zusammen Nationalhymne singen? Was für Nationalhymne singen? Na, von Kasachstan. Ich habe deutsche Bürgerschaft. Ja, also ich habe keine. Ja, aber stehst du nicht mehr hinter dem Falken oder was? Ich bin in Kasachstan. Ja, also, dann singst du jetzt mit die Nationalhymne. Das ist kultureller Austausch. Kasachstan? Ja, klar. Der kenne ich überhaupt nicht, dieses Hymne. Na komm. Warum soll ich das kennen? Adin,
два, три. Казахстан ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Kasachstan ist für Kalium der Hauptexporteur. Andere zentralasiatische Länder haben minderwertige Kalium. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Du hast gar nicht mitgesungen, was soll das? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Geld verdienen kann man damit nicht, aber also zum Hören, also geht. Das ist gut, weißt du, meine Frau ist von Kasachstan. Sie hat mir beigebracht. Ach so, ach so. Ja. Und sprechen die da auf Deutsch auch ein bisschen in Kasachstan? Nein, das ist deutsche Übersetzung, weißt du, ich kann kein Kasachisch, verstehst du? Nee, Kasachisch überhaupt kenne ich nicht. Ja, ich auch nicht. Wir haben damals Deutsch gesprochen. Also in Kasachstan ist Deutsch auch die Sprache, oder was? Ja, es tut mir leid, aber ich habe so um 100 Leute, muss ich noch anrufen. Also neue ja, ich helfe dir. Komm, gib mir die Hälfte von den Telefonnummern, wir können 50-50 machen. Ich helfe dir. Du bist ja ein kasachischer Bruder, Alter. Also, okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und wie soll ich jetzt Geld verdienen? Was soll ich machen? Mit Einzahlung und so? Also geil, also Geld kann ich keins damit verdienen. Geil. Ja, guten Morgen, hier ist Habicht. Ich wollte mich gern nach dem Gewinn erkundigen, bitte. Schön, dass Sie anrufen. Verraten Sie mir bitte einmal Ihren Namen. Habicht, wie ja. Der Vogel im Baum. Ja. Und der Vorname? Gottfried. Ja. Und dann bitte noch einmal Ihre Adresse. Bitte? Ihre Adresse bitte einmal. Ja, Altschauerberg. Ja. 8. 91448 Emskirchen. Ja. Okay, danke schön. Und bitte noch einmal Ihr Geburtsdatum. Das was bitte? Ihr Geburtsdatum bitte noch einmal. Ja, 8. Mai 45. Ja. 8. Mai 45. Ja, danke schön. Bitte? Herr Habicht. Und genau, also Sie rufen mir an wegen dem Paket, einmal ein rotes und ein blaues. Für welches haben Sie sich denn entschieden? Aber was war die Fragestellung? Für welches Paket haben Sie sich denn entschieden? Für das rote oder das blaue? Oh, was war da nochmal drin? Ich habe das schon wieder vergessen. Alles gut. In dem Roten gehören Sie zu den Glücklichen, die einen Reisegutschein im Wert von 3x100 € für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trentus Touristik GmbH gewonnen haben. Ja, und damit dürfen Sie sich dann selber aussuchen, wann Sie reisen möchten, wie Sie reisen möchten, mit wem Sie reisen möchten und wohin Sie reisen möchten und bekommen dann bis zu 300 € auf diesen Reisewert gutgeschrieben. Ja, das bedeutet ist eine also, Menge, ne? Ja, also es bedeutet also, entweder Sie fahren alleine, dann dürfen Sie jedes Mal 100 € nutzen von diesem Gutschein oder Sie nehmen jemanden mit, dann wird auf diese Person auch nochmal 100 € gut geschrieben. Ja, also ja und wo geht's da dann hin prinzipiell? Also auf Busreisen und Städtereisen von Trentos Touristik, ja. Welche Reisen da angeboten werden, da können Sie eine von dann nutzen, ja. Aber ich meinte jetzt die Lokation selber, also das Reiseziel, ne? Das Bus- und Städtereisen. Ja, also welche Bus- und Städtereisen Sie da dann bevorzugen, also welche Städte Sie bevorzugen, das können Sie dann selber entscheiden. Ja? Ach so, also das ist ein freier Joker im Prinzip. Na, das, was Trentus Touristik GmbH dann anbietet, genau. Aber was bieten die denn an? Ich habe das Gefühl, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ne? Das können Sie dann auch gerne nachlesen. Ja, also wo denn? Sie bekommen Flyer zugeschickt, dort steht ja nochmal alles mit drin, welche Reisen denn angeboten werden. Sie können auch gerne mal im Internet nachschauen, Trentus Touristik, ja, da können Sie sich vielleicht ein schönes Reiseziel dann aussuchen. Ja? Aha, das ist ja sehr interessant, und vielen Dank. Sie wollten sich ja auch noch anhören, was im blauen Geschenk drin ist. Ja, ja. Und zwar ist es einmal genau dasselbe, also auch 3x100 € für ausgewählte Fernreisen und Flusskreuzfahrten unseres Partners Trentus Touristik GmbH.
Ja, aha. Und hier dürfen Sie sich dann auch aussuchen, wann Sie reisen möchten, wie Sie reisen möchten, mit wem und wohin. Und genau das ist dasselbe Prinzip, dass Sie dann auch 300 Euro Gutschein bekommen. Und entweder Sie fahren dreimal dann alleine und bekommen jeweils 100 Euro gutgeschrieben oder Sie nehmen eine Person mit und ja. Auf diese Person wird dann auch 100 Euro gutgeschrieben. Genau. Das ist ja klasse. Und die verschenken, das ist ja sehr freundlich. Da sag mal erstmal herzlich Dankeschön, ne? Sehr gerne. So, für welches Geschenk haben Sie sich entschieden? Rot oder blau? Ja. Hallo? Hallo, ja. Habe ich, für welches Geschenk haben Sie sich denn entschieden? Für das rote oder das blaue? Ja, habe ich. Hm? Ja. Welches möchten Sie nehmen? Ja, ja, unbedingt. Ich finde das sehr freundlich. Ja, und ja. Welches Geschenk möchten Sie nehmen? Das rote oder das blaue? Blau. Dann nehmen wir blau, okay. Gut, ja. Kleinen Moment. Was war da nochmal drin? In dem blauen Geschenk ein Gutschein von Trentos Touristik im Wert von 3x100 Euro für ausgewählte Fernreisen und Flusskreuzfahrten. Genau, da war was, ne? Genau. Und bitte nehmen Sie sich einmal einen Zettel und einen Stift zur Hand. Den Heinrich? Einen Zettel und einen Stift nehmen Sie sich bitte einmal zur Hand und dann gebe ich Ihnen einen Reisecode durch. Den können Sie dann im Internet einlösen. Ich habe gar kein Internet. Ach so, gar kein Problem, dann schicke ich den per Post zu. Ja, alles gut. Ja, das ist. Okay. Da müssen wir aber nochmal, muss ich Ihnen ja mal meine Adresse vielleicht durchgeben. Das haben Sie doch schon getan, Herr Habicht. Oh, was haben wir da denn notiert? 91448 Emskirchen, Altschauerberg 8. Ja, 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 ja. Genau. Sehen Sie, immerhin daran kann ich mich noch erinnern. Genau. Gut, Herr Habicht, genau, also ich habe Sie dann jetzt hier diesen blauen Gutschein eingetragen und ich habe noch eine kleine Frage zum Abschluss. Gerne. Und zwar dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Was ist denn ein widerruflicher Anruf? Weil ich kann ja nicht anrufen, da darf ich Sie anrufen, dann ruft ihr gleich an. Nein, ja? Also wenn Sie uns jetzt das Einverständnis geben, dass Sie hier anrufen, dass wir einmal anrufen dürfen und wir dann anrufen und Sie dann doch nicht mehr möchten, dass wir anrufen, dann können Sie das natürlich sagen und dann werden wir dann natürlich auch nicht mehr anrufen. Ja, aber dann, aber wenn ich das gar nicht möchte und Sie schon angerufen haben, dann ist das Kind ja schon in Brunnen gefallen. Na, deswegen fragen wir ja nach. Ja, also Sie können jetzt auch gerne Nein sagen und dann werden wir Sie auch nicht anrufen, ja? Ja, aber wenn ich da, sagen wir mal, die Meinung ändern sollte, wie muss ich Ihnen das denn mitteilen? Denn dann können Sie gerne mal anrufen, wenn Sie doch Angebote haben möchten. Also einfach nochmal unter der Telefonnummer und dann können Sie das gerne so angeben. Nee, ich meine andersrum. Wenn wir uns jetzt darauf einigen, dass wir einander nicht anrufen, ich das dann aber zu einem späteren Zeitpunkt doch interessant finde, dann darf ich Sie ja gar nicht anrufen, weil wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir uns nicht anrufen. Das wäre ja dann unkoscher. Na, ich habe gefragt, ob wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen dürfen. Sie dürfen uns natürlich jederzeit anrufen, das ist gar kein Problem, Herr Habicht. So. Ja? Es war nur die Frage, ob wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen dürfen. Ja, ja? Das ist ein nettes Angebot, weil ich habe sagen wir mal, öfter Probleme, sagen wir mal, Haustürschlüssel oder Brille wiederzufinden. Dann würde ich das auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Ne? Ich kann auch gerne Nein für Sie eintragen, Herr Habicht. Ja, was eintragen? Ein Nein, wenn Sie nicht angerufen werden möchten. Ich unterhalte mich ja gerne mit Leuten. Das ist ja, bin ja froh, wenn ich mal wen zum Sprechen habe, ne? Das ist schön. Ja. Also dürfen die Kollegen dann einmal anrufen? Wie heißt der denn? Also das sind unterschiedliche Kollegen. Ja, die melden sich dann einfach mal mit ein paar Angeboten für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos ein- bis zweimal im Jahr. Ja. Ach, kann also ich nicht wer öfter? Genau da anruft, das. Nö, nur ein- bis zweimal im Jahr tatsächlich. Das ist ja schade. Öfter nicht. Na gut, besser als gar nichts, ne? Und damit wir Sie anrufen können, benötige ich dann bitte noch einmal Ihre Telefonnummer, wenn Sie angerufen werden möchten. Altschauerberg 8 91448 Emskirchen. Das habe ich schon, ja. Ja. Wenn Sie angerufen werden möchten, dann benötige ich noch einmal Ihre Telefonnummer. Ja. Habicht, wie der Vogel im Baum. Okay. Ja. Ja. Mhm. Gut. Herr Habicht, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag. Alles Gute für Sie, ja? Für Sie auch. Wiederhören. Dankeschön. Auf Tschüss. Wiederhören. Ich habe ein Nein eingetragen, ja? Alles Gute. Nochmal, was haben Sie gemacht? Ich habe ein Nein eingetragen. Wozu? Damit wir Sie nicht anrufen, ja? Aber das haben Sie mir doch zugesagt.
Nein, ich habe sie gefragt. Alles ja. Gute, Herr Habicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Jetzt habe ich mich da aber schon drauf gefreut. Okay, aber wir können Sie nicht anrufen ohne Telefonnummer. Altschauerberg 8. Okay, ja. Gut, Herr Habicht, ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Ihnen auch, danke schön. Wiederhören. Und noch einen schönen Tag, ja? Wiederhören. Nochmal, was war die Frage? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Danke. Tschüss. Ah, zum Schreien. Sie tun. Ja, hallo, hier ist der Roland, guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte mal den Gewinn abfragen, gerne bitte. Jawohl, dann suchen Sie sich als erstes mal ein Paket aus, rot oder blau? Ich nehme rot wie die Liebe. Jawohl, dann nehme ich noch Name und Anschrift mit auf, dass Sie auch gewinn- und spielberechtigt sind. Wie lautet denn Ihr Vorname? Roland. Jawohl. Ja, und der Familienname? Kaiser mit AY. Herr Kaiser, Ihre Postleitzahl? Ist 91448. Und die Straße mit Hausnummer? Jawohl, Altschauerberg, das ist ein Wort. Ja. 8. So, die Nummer 8. Ja, ist einfach so. Und das haben wir hier in Ermskirchen. Emskirchen, entschuldigen Sie mal. Alles gut, nur dass das alles richtig ist. Ich wollte Sie nicht. Ja, natürlich. Nein, nicht falsch verstehen, ne? Nein, alles gut. Gut. Und wann sind Sie denn geboren? Was war die Frage? Ihnen hat's geschmeckt, okay. Wann sind Sie denn geboren? Am 6. April 61. So, haben Sie auch eine Telefonnummer, die ich hier eintragen kann? Oh, ich bin hier gerade erst hergezogen, die weiß ich noch gar nicht. Okay. Ja, so. Das rote Paket möchten Sie haben und Sie werden wahrscheinlich kaum glauben, Sie gehören zu den Glücklichen. Ja, wirklich? Das ist aber was absolut Seltenes, dass ich mal glücklich bin. Und zwar, Sie haben einen Reisegutschein im Wert von 3x100 € für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trend Tours Touristik gewonnen. Ja, das ist doch rattenstark, vielen Dank. Da kann ich mich hier mal umgucken. Genau. Ja, und damit dürfen Sie sich nämlich komplett aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie verreisen. Ach, das für mehrere Leute, oder wie? Also bis zu 3 Leute können mitfahren, Herr Kaiser. Das ist ja geil. Ja, also insgesamt 3 Leute, dann bekommt jeder 100 € Rabatt. Ja, und wenn Sie zu zweit fahren, bekommt auch jeder 100 € Rabatt, dann bleiben die anderen 100 € noch stehen. So, und den Gutschein, den schicken wir Ihnen zu, ja, dauert so etwa 4 Wochen, dann ist er bei Ihnen. 4 Wochen? Kommt er mit einer Taube, oder... Nein, wir machen dann halt nur eine Sammelbestellung. Es läuft hier über verschiedene Anbieter. Ach so. Und dauert es ein paar Tage. Das ist gleich wie bei einer Sammelklage. Ich finde, das dauert auch immer länger. Möglich, ja. So, Herr Kaiser, Sie zu dem Gutschein noch eine Frage. Wo geht's da hin? Das habe ich nicht verstanden. Das dürfen Sie sich selber aussuchen. Ah ja, in München gibt es ja die Brauerei. Die will ich mir unbedingt angucken. Okay, dann... Nutzen Sie das dafür. Ja, das habe ich vor. Das ist doch was Schönes. Aber sowas von, die haben immer Happy Hour von 10 bis 13 Uhr, weil da sonst keiner kommt. Ist ja auch mal interessant, wie das alles hergestellt wird. Das ist mir scheißegal, ich will einfach nur die Kostproben haben. Okay, ja, so. Und Herr Kaiser, mit Ihrem Anruf hatten Sie jetzt aber auch noch Glück gehabt, denn Sie sind einer der schnellsten Anrufer. Bei mir sogar erst der zweite. Ja? Und Sie haben jetzt... Wie lange arbeiten Sie denn heute schon? Ich bin habe gerade erst angefangen, wenn Sie der zweite Anrufer sind. Ja, dann ist das ja keine Leistung. Aber mein Glück, oder was? Genau, denn Sie sind einer der schnellsten 100 Anrufer und haben jetzt noch die Möglichkeit, sich die Vorteile unserer begehrten Profit- und Rentekarte zu sichern. Ja, das bedeutet, Sie haben ab dem 15. März die Chance auf eine Rentenmillion. Oh. Und da findet dann jeden Tag die Ziehung des Renten-Jackpots statt. Und da sind nur Sie und 99 weiteren einer kleinen Gemeinschaft täglich gleich mit 100 Tippreihen am Start. Und das sind 3000 Gewinnschancen im Monat auf die Millionen. Rente. Ist das so ein örtliches Ding? Weil mir hat auch gestern der Bürgermeister gesagt, ich bin der 100. Einwohner. Das ist so ein ganz kleiner Ort hier. Das ist schön. Das hat aber nichts damit zu tun, oder? Nein, das hat damit nichts. Weil Sie sagen, kleine Gemeinschaft, so ein 100, das ist jetzt hier nicht vom Ort irgendwie was, ne? Nein. Also gut. Das heißt, Sie spielen in einer Gemeinschaft von 100 Teilnehmern auch täglich mit 100 Tipps um den Jackpot.
Ja, das heißt, das bedeutet im Klartext, gewinnt einer, gewinnen alle. Ja. Das hört sich, so, hört sich stark nach Kommunismus an. Okay, Ansichtssache. Sie haben jeden Samstag auch hier mit Ihrem persönlichen Einzeltipp, Herr Kaiser, die Chance auf schöne Kleingewinne. Die gehen hier los von 50 Euro bis 10.000 Euro. Was, da soll ich mir 50 Euro mit 100 Leuten teilen? Nein, die Kleingewinner, die gehören Ihnen alleine. Ah, die haben euer auch. Ich wollte gerade sagen, da kostet ja die Überweisung mehr, als dann beim Einzelnen ankommt. Nein, keine Sorge. Ja, so. Und wie gesagt, die Kleingewinner haben Sie jeden Samstag die Chance drauf. Bis 10.000 Euro gehen Sie, Herr Kaiser. Denn bereits bei zwei richtigen plus Zusatzteilen sind schon mal 50 Euro. Und geht dann aufwärts. So, und all diese Gewinnchancen, das ist mal das Schöne, die garantiert Ihnen Ihre exklusive Vorteilskarte Profit und Rente, die ich heute auf Sie ausstellen darf. Und da können Sie und Ihre gesamte Familie sich freuen auf bis zu 35% Ersparnis beim Online-Einkauf und Sie profitieren hier dauerhaft von einer mindestens 5% Ersparnis auf Ihre Einkäufe vor Ort, sowie dem attraktiven Tankrabatt, der die Tankkosten um 5% reduziert. Somit sollte, erhalten Sie bei jedem Einkauf bares Geld zurück. Geht das auch mit Heizöl? Bei Heizöl, soweit ich weiß, nicht. Leider nur die Tankfüllung. Ja, das tut mir natürlich leid. Na gut. So, und jetzt die Frage aller Fragen. Was setzt man dafür ein? Sie erhalten hier natürlich die besten Konditionen, denn für gerade mal 1,66 Euro am Tag nutzen Sie Ihre Profit- und Rentekarte. Und im Monat gibt es mal einen fairen Betrag von 49,90 Euro. Und zunächst drei kurze, überschaubare Monate läuft unsere Aktion noch erstmal. Sie haben es geschafft, dürfen dabei sein. Nutzen Sie Ihre Chance und verraten jetzt allererstes mal 7 Zahlen von 1 bis 49 für die persönliche Tippreihe. Also nochmal, wie viel war das jetzt? 7 Zahlen dürfen Sie sich aussuchen von 1 bis 49. Von 1 bis 49. Noch mal für Dumme, bitte. 7 Zahlen von 1 bis 49 dürfen Sie sich mal aussuchen. Ja, ich notiere, Sie können loslegen. Ja. Ja? Na, Sie dürfen sich 7 Zahlen aussuchen. Ach, was ist das für eine Überforderung hier am Montagmorgen? Ja, gibt's ja nicht. Es ist Dienstag. Quatsch. Heute ist Dienstag. Ernsthaft? Ja. Das stellt mich jetzt vor große Probleme. Das muss ich kurz überprüfen. Scheiße, ich hätte vor einer halben Stunde bei Gericht sein müssen. Oh, okay, dann machen Sie sich los. Ich kenne das schon vom letzten Mal, dann kommen die mich abholen, da muss ich mir jetzt keine Mühe machen. Okay, wenn Sie der Meinung sind. Also, dann nehmen wir die 7. Ja. Die 14. Ja. 21. Ja. Die 7. Die hat man ja schon. Jede Zahl einmal bitte. 21? Ja. 14? Die hatten wir ja alle beide schon. Ja, die 21 und 14 haben wir jeweils. Ja, dann nehmen wir doch die 21 dazu. Die haben wir ja schon. Was haben wir schon? Die 21, die haben wir jetzt. Wir brauchen noch 4 weitere Zahlen. Oh, ich blick das doch alles gar nicht. Ich hab noch ein ganz kleines bisschen Restblut im Alkohol. Oh, dann kommen solche Vorgaben hier. Dann nehmen wir noch die 1. Ja. Die 9. Ja. Und die 104. So alt ist mein Großvater geworden. Sehr stolzes Alter. Ja, 104 ist leider zu hoch, aber ich muss auch dazu sagen, jetzt, Herr Kaiser, Sie sagten gerade, Sie haben noch Restalkohol im Blut. Ich würde Ihnen ungern mit Ihnen dann hier einen Vertrag abschließen. Ja, rufen Sie bitte dann nochmal an, wenn Sie ein bisschen geschlafen haben. Und dann habe ich nämlich nur noch eine Frage. Ich kann jetzt gar nicht schlafen. Ich habe das probiert. Ich war die ganze Nacht hier am Altschauerberger Schloss, das Mittelalterfest, ne? Ich habe versucht, mich hinzulegen, aber dann dreht sich dann alles, als wäre ich immer noch auf dem Kotzkarussell, das sie da haben. Ich kann nicht pennen. Wie gesagt, also, ich habe dann nur noch eine Frage zum Abschluss. Dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriften haben? Ja, klar, jederzeit. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Ja, bis dann, Astrovje. Auf Wiederhören. Hau rein. Ich hasse diese Gewinnspiel-Hotline. Ja, hallo. Hallo?
Hallo, schönen Abend, Dieter Berg von Stromwerken. Ja. Finde dich bei Kur? Ja, Rakesh Kur hier, hallo. Super. Super, und zwar geht es darum, Sie hatten ja vor einiger Zeit mal Ihren Stromtarif optimiert bekommen. Was habe ich bitte? Fragen, Ihren Stromtarif vor einiger Zeit optimiert bekommen. Und fragen, ob denn da alles in Ordnung war. Wann ist das gewesen? Das war vor knapp einem Jahr. Das war die Senkung Ihrer Netzkosten über die Stadtwerke Husum. Habe ich das damals mit Ihnen gesprochen? Weil ich habe immer so viele Leute am Telefon, ich kann mich gar nicht erinnern. Nein, das hat damals die Stadtwerke für Sie gemacht. Ach so. Und jetzt wollen Sie das wieder machen? Mal an. Genau, wir rufen jetzt erstmal an zu fragen, war denn bisher auch alles in Ordnung oder gab es irgendwelche Probleme? Also das ist, wir hatten letzte Woche, da habe ich mich auch, rufe Sie an wegen den Beschwerde, weil da ist das Strom weg gewesen. Ist das, sind Sie denn Manager? Nee, also wir arbeiten. Wenn ich der Manager wäre, dann würde ich nicht mit Ihnen telefonieren. Ja doch, ich habe ja geschrieben, ich möchte mal mit einem kompetenten Mensch reden. Kompetent bin ich. Sehr gut. Also was, aber Sie rufen nicht wegen Schadeersatz an? Nee, das leider nicht. Ach so, weil das... Ich an die Schadensersatzteilung wenden. No, weil ich habe... Um so kurz zu erklären, worum es ging. Ja, das sind da solche... Es gab Unwetter in der Zeit und dadurch ist eine Stromleitung beschädigt worden. Ja, das habe ich gemerkt. Waren Sie nicht der Einzige ohne Strom. Aber das ist ja nicht deswegen gewesen. Die haben Leitung, die haben was gemacht bei den Leitungen und haben einfach den Strom abgestellt und da ist der Computer kaputt gegangen. Ja, dann gebe ich einen Tipp. Sie haben ja die Kundennummer von Ihrem Strom, steht die drauf und dann lassen Sie sich in die Schadensersatzteilung weiterleiten und sagen, wie das denn da aussieht. Ja, das ist die Aktion, dass bei Ihnen da kaputt gegangen ist. Und dann müssen Sie da normalerweise auch eine kompetente Mitarbeiter von der Schadensersatzabteilung dann auch verlangen. Ja, darauf warte ich ja gerade. Aber nicht mehr, weil heute sind die schon zu. Rufen Sie einfach selber dort an. Na, habe ich ja schon gemacht. Morgen. Ist immer, Manager nicht da. Und ich glaube langsam, dass der, den ich am Telefon habe, ich glaube, der ist es gewesen. Der will nur den Schaden nicht bezahlen. Und darum die immer wegdecken. Das ist möglich. Also wie gesagt, ich kann nur raten, dass Sie da nochmal anrufen, nochmal ein bisschen Druck machen. Ja. Vielleicht werden Sie vielleicht auch mal ein bisschen lauter, manchmal hilft das. Ja, nein, das kann man nicht machen. Ja doch, wenn Sie nicht hören wollen, dann drohen Sie einfach mit einem Wechsel. Glauben Sie mir, dann sind Sie ganz schnell... kümmern die sich um ihre Belange. Womit soll ich... aber mal um einen Wechsel. Mit einem Wechsel drohen. Wechsel, okay. Dass sie den Stromanbieter wechseln möchten, wenn das nicht demnächst geregelt wird. Und glauben Sie mir, wie schnell die dann sind. Das kann man ja mal probieren. Probieren Sie es mal so, vielleicht funktioniert. Sehr gut. Wenn was sein sollte, können Sie sich ja gerne auch nochmal bei mir melden. Ja, und was wollten Sie jetzt bitte machen? Eigentlich zu fragen, ob damals die Optimierung gut verlaufen war. Ja. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich mit der Aktion, die jetzt davor war. Wie gesagt, erklären Sie erstmal das. Und wenn Sie das geklärt haben, können Sie sich ja gerne dann auch nochmal bei mir melden. Ja, das ist ja schon in Klärung. Ich warte ja nur noch auf die Rückruf von denen, weil die... Deswegen gebe ich einen Tipp, rufen Sie dann selber nochmal an. Ja, das ist ja schon... Die wollen ja nur noch den Rechnung haben. Das muss ich raussuchen. Und dann ist das ja alles gar kein Problem. Dann suchen Sie die raus und dann melden Sie sich bei denen nochmal. Ja, habe ich schon gemacht. Und was sollen wir jetzt machen? Wir gar nicht. Also bei uns ging es, wie gesagt, um die Optimierung gut verlaufen. Da haben Sie ja gesagt, dass das gewesen ist. Ja. Das war eigentlich auch schon meine Arbeit. Und dann weiß ich für Bescheid. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Also, warte mal. Wollen Sie jetzt gar nicht Strom mit mir wechseln machen? Ne, ist ja bisher noch nicht nötig. Strom haben sie ja noch. Erst dann müssen sie das Problem geklärt haben, ja, weil das dass wir dann gucken können, dass wir dann wieder was Günstigeres kriegen. Weil das ist ja schon ein bisschen komisch, weil sie haben ja gesagt, vor ein Jahr haben wir das gemacht. Ja, genau. Das war ja damals die Tarifoptimierung erstmal. Das Problem ist, dass wir bei Ihnen jetzt erstmal noch keine Tarifoptimierung durchführen, solange das aktuelle Thema, das sie da haben im Schadensersatz, noch nicht vom Tisch ist. Ja, aber Erst wenn das vom Tisch ist, können wir wieder nach einer neuen Optimierung durchschauen. Immer alles nacheinander. Ja, aber das ist ja alles nicht richtig. Ja, aber ich kann ja nichts machen, weil solange diese Sache bei Ihnen noch offen ist, solange Sie dieses Thema noch nicht geklärt ist, kann ich Ihnen noch nichts anbieten. Nee, das haben wir noch nicht. Ja, aber ich meine, das alles, was Sie sagen, ist gar nicht richtig. Ich habe das vor einem Jahr gar nicht gemacht. Das haben ja auch nicht Sie gemacht. Ja. Das wurde für Sie gemacht von Ihren Stadtwerken. Ja, soll ich... Die Senkung Ihrer Netzkosten, da konnten Sie nicht viel machen. Jetzt soll ich Ihnen, darf ich Ihnen eine Beichte machen? Können Sie gerne machen. Ja, diese Name und den Adresse und die Telefonnummer, das gibt es erst seit ein paar Tagen. Wir machen so Test für Betrüger Callcenter. Okay.
Das heißt, ich kann das vor einem Jahr gar nicht gemacht haben. Und sie rufen auch von so einer Firma an, die den Leuten einfach irgendeinen Quatsch erzählt, damit die Vertrag machen. Sonst hätte ich einen Vertrag angeboten. Und ja. Das habe ich ja nicht gemacht. Oder habe ich heute irgendwo einen Vertrag angeboten? Ja, wo haben Sie denn meinen... Fragen, ob das ja alles in Ordnung war. Wo haben Sie denn meine Telefonnummer her? Sie haben sich damals registriert auf einer Seite, die hieß jobpreis.de. Ja, siehst du, da kommen wir doch dahin. Das ist also von Gewinnspiel und nicht von Stadtwerken. Ich Warum? Bin ja auch nicht die Stadtwerke. Ich ja, habe nie gesagt, dass die Stadtwerke sind. Ich sagte, ich bin von den Stromwerken. Ja, und ich habe vor einem Jahr eine Optimierung gemacht. Das stimmt doch gar nicht. Sie rufen bei den Leuten an, laut das Erste, was sie... Laut steht das so drin? Ja, dann hat er... Ich kann nur das sagen, was mein Computer mir sagt. Können Sie mir ein Screenshot schicken? Da ich jetzt Feierabend habe, sicher nicht. Und no. Ich darf Ihnen sicher nicht von unseren Systemen die firmeninterne Sachen schicken. Ja, aber da stehe ja falsche Sache von mir drin. Also wenn Sie selber in der Firma arbeiten, müssen Sie das aber normalerweise auch wissen. Ja, aber das stimmt hier nicht, was da drin steht. Also entweder wird der Computer gelogen, der Chef hat gelogen oder Sie haben gelogen. Aber irgendwer hat mich jetzt angelogen. Ich kann nur das vorlesen, was ist. Wie gesagt, wenn das nicht stimmt, dann kein Problem. Ich kann Sie auch gerne aus dem System rausnehmen. Nee, das ist alles kein Problem. Ich möchte da sehr gerne drin bleiben, aber kann ich bitte mit dem Manager reden? Ist keiner mehr da, wir haben Feierabend jetzt. Kann ich mit Teamleiter reden? Ich bin auch nicht da, ich bin einer der letzten Mitarbeiter noch. Kann ich dann mit Azubi reden? Oder Putzfrau? Hast du Putzfrau, mit der kann ich reden? Wir haben ja auch keine Putzfrau. Müsst ihr das selber machen im Callcenter? Nee, aber die kommt erst, wenn wir alle raus sind. No. Kommt erst um 8:09. Das ist ja schrecklich. Also kannst du mich dann wieder... Der ist doch aber auch beknackt, wenn man arbeitet und nebenan hat man eine Putzfrau, die da über den Tisch rumfährt. Das ist doch auch ablenkend. Das ist mal ganz ehrlich. Ja, das ist auch, wenn die gut aussieht, ist das doch nicht schlimm, dann lässt du das was runter... Gut aussehen tut sie, gut aussehen tut sie. Ja, wie weißt du das denn, wenn die erst nachher kommt? Weil die nicht immer unsere Putzfrau war und ich unsere Putzfrau kenne. Ach so. Freundin von mir. Ja, siehst du, dann musst du mal irgendwas runterfallen lassen und dann muss die sich bucken und dann kannst du Gucke machen. Alles klar. Kannst du mir noch Gefallen tun? Jetzt kommt's. Kannst du mich bitte wieder in... Na, ja, was wolltest du sagen? Ich dachte schon, ich soll ein Foto von der Putzfrau machen. Nein, du kannst du meine Nummer wieder in den Pool reinwerfen, dass mich morgen wieder einer anruft? Gar nicht gerne machen, gar kein Problem. Super, vielen Dank. Schreibst du, Kunde hatte keine Zeit bei Kommentarfeld rein? Alles klar, mach ich. Alles klar, wünsche dir schönen Abend. Auch so. Bis dann, tschüssi. Guten Abend. Spreche mit dem Herrn Malduschen? Ja. Wer ist denn da? Hallo, Herr Malduschen. Ich bin von dem Kapitalmarkt. Ich bin da, um Ihnen zu helfen. Warte mal, da war gerade ein Knacken in der Leitung. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe gerade gar nichts gehört. Wer ist da? Ich bin Sabine Schmiedel von Dritten Kapitalmarkt. Sabine Schmiedel, freut mich. Ich hoffe, Sie jetzt gerade wegen Ja, genau, Sie wollen sich jetzt anfangen, jetzt zu traden. Darum ja. Rufe ich Sie an, um Ihnen zu helfen. Ja, richtig, mit dem Schmiedel kann man immer gut traden. Weil alle Energie, die du reinsteckst, kommt auch wieder raus. Verstehst du? Ich wollte ein bisschen Geld verdienen. Ja, genau, ich sehe das schon. Haben Sie Kreditkarten, Visa oder Mastercard? Ja, klar. Ist das wichtig? Klar, möchten Sie... weil das auf dem Plattform, da müssen Sie Visa oder Mastercard haben. Ach so, ja, ich habe ein Visa, das ist kein Problem. Wie viel kann ich denn bei Sie gedient machen? Ja, möchten Sie gerne auf dem Plattform machen? Wie viel Sie können verdienen, meinen Sie? Ja, okay, also eine ganze Menge. Ganze Menge, das hört sich sehr gut an. Sie können viele verdienen. Krass. Ja. Krass. Woher kommen Sie denn? Ah, ich bin von Kasachstan. Ah, super. Und sehe, wo Sie herkommen. Also passen Sie mal auf, soll ich Sie jetzt eine E-Mail schicken, dann mit... ich bin gemischte Deutsch und Französisch. Ah, oh, krass, cool. Ich mag das. Wie heißt du nochmal? Schnieder? Ja. Ja? Ja. Das ist aber ziemlich gelitten ich mit dem Namen. Ich bin Schnieder, ja. Ja, tut mir leid für dich. Ja.
Ja, ist kein Problem. Was würden Sie denn noch sagen, ja jetzt? Möchten Sie gerne weiter auf dem Plattform machen oder will Sie sich jetzt ein E-Mail schicken? Ja, klar. Und was kann ich dann da machen? Ist das dieses Ding, das mit dem Bitcoin und so? Oder auch Dogecoin? Ja, genau. Bitcoin, ja, ja. Auch Dogecoin? Bitcoin, Sie können alle Bitcoin oder Krypto, was Sie möchten. Weil ich mache gerne, ja, mit meinem Schnitzel gerne Doggy, weißt du, deswegen dachte ich Doggecoin. Und die das Minimum... möchten Sie gerne das jetzt Anzahlung oder nicht? Ja, ja, ich wollte ein bisschen Information, ein bisschen verstehen, wie funktionieren, und dann wollte ich ihn reinstecken. Ja. Was meinen Sie? Richtig tief reinstecken bis zum Anschlag. Hallo. Hallo. Also investieren. Was meinen Sie? Sie möchte gerne jetzt Bitcoin kaufen oder nicht? Ja, ja, investieren, aber ich habe nicht verstanden, genau, wie funktionieren. Also willst du so schön, sollen wir irgendwie, weil du bist ja gleich zur Sache gekommen. Weißt du, ich bin eher so der Romantiker, so mit Vorspiel, aber du wolltest gleich zur Sache kommen. Ich meine, es ist für mich auch okay, aber weißt du, ich bin schüchtern. Möchten Sie gerne investieren mit Bitcoin oder nicht? Ja klar, deswegen habe ich mich ja angemeldet. Aber ich dachte, wir machen erst so ein bisschen Konversation, okay, so ein bisschen Erklärung und so ein bisschen reden und dann... Ja, genau, darum habe ich gesagt, wenn Sie dann investiert haben, dann bekommen Sie dann morgen einen Finanzexperten, der Sie anrufen werden. Ist das auch eine Frau? Er spricht dann Deutsch auch, ja, ja. Er wird Sie morgen anrufen und damit Ihr Konto der richtige Weg geht, und er wird auch noch den Finanzmarkt für Sie analysieren. Den Finanznackten? Das ist gut, aber ich hoffe, von dem will ich den Schniedel nicht sehen, ne? Nur dass wir uns da einig sind. Schluckst du? Okay, wir möchten Sie investieren, denn sonst... Ja klar, es ist nur die Frage, schluckst du? Also wie viel Geld? Halbe Stunde und so. Hallo, Devoschka? Aufgeweckt. Hallo? Guten Abend. Ja, guten Abend. Jetzt hören Sie mich? Ich kann Sie die ganze Zeit hören. Bitte. Okay, sehr schön. Ich wollte mal wissen, bitte, weil Sie haben viele Anfragen auf unserer Website gestellt und Sie haben verschiedene Mittel bei uns bestellt. Ob Sie daran erinnern. Einmal Mehltonus für Bluthochdruck. Ich bin ja sterbenskrank. 10 Kilo zum Abnehmen. Was sind Sie? Ich bin sehr krank. Sie sind sehr krank? Ja. Wollen Sie jetzt spielen oder wie? Ich hab ja die Rainer-Winkler-Ritis, ne? Das ist im Endstadium. Okay, aber können Sie mir eine Antwort geben, bitte? Warum haben Sie zurückgeschickt, die Pakete, was Sie bei uns bestellt haben? Darf ich mal wissen? Ich habe die nicht zurückgeschickt. Der ist gar nicht hier gewesen, der Händler von Ihnen. Und Sie machen es weiter mit anderen Anfragen? Andere, ja, natürlich. Ich muss wie das heute Zeug zum Beispiel. Ja, Sie haben angemeldet für Intenskin. Ja, und Cannabis-Tropfen und für die Augenkapseln. Wann und kommt die Gespräch mit Ihnen früher oder heute war ziemlich unangebracht, oder? Warum war das Sie unangebracht? Haben genau gespielt. Ja, ihr versteht das doch alles gar nicht, was ich sage. Mit unangenehmen Wörtern, der Maulwurf. Entschuldigung, bitte spielen Sie nicht. Können Sie mir eine ehrliche Antwort geben oder wie? Naja, warum soll ich einem Abzocker eine ehrliche Antwort geben? Sie tun ja so, als ob Sie irgendwelche Arzneimittel verkaufen. Warum stellen Sie Anfrage bei uns? Und Sie bekommen nicht die Bestellung. Sie bezahlen es nicht dafür. Nee, ich bezahle ja nichts dafür, weil das ist ja, ihr verkauft das Zeug ja gar nicht. Ihr wollt ja nur das Geld haben, ne? Ihr schickt ja leere Pakete an die Leute. Das ist unser Job, Entschuldigung bitte, aber wenn Sie das nicht bestellen oder Geld ausgeben... 2 Sekunden erstmal, lachen Sie nicht, okay? Wenn Sie kein Geld dafür ausgeben möchten, warum bestellen Sie das einfach? Benchot. Verstehst du das? Wie? Benchot. Hast du das verstanden, Zucker belehrt?
Seid ihr Trottel, schicken sowieso nur leere Pakete? Sagst du, ist mein Job? Ja, und genau deswegen rufe ich euch an. Oder ihr mich an. Also, lieber Herr, alle diese, also diese Geschwister, wurde es aufgenommen. Ja, bitte, okay? Bitte nimm das auf. Ich hab's auch aufgenommen. Wenn Sie weiterwachen, du bist live. Ich werde Sie erklären. Halt's Maul, du bist live auf YouTube, du Bastard. Warum beleidigen Sie bitte? Entschuldigung. Weil du ein Betrüger bist, ein Krimineller bist du. Bock, bock! Damit ist er jetzt überfordert, sowas hat er noch nicht gehabt. Das ist hier wieder eine Folge von Steve Irwin und die Callcenter-Schimpansen auf dem Weg in die Heimat. Wir haben hier ein Premium-Subjekt. Ich liebe diese scheiß Arznei mit Linda. Alter. Warum bestellen Sie bei uns? Ihr schickt uns sowieso nur leere Pakete. Ja, das ist unsere Aufgabe. Ja, da hast du die Antwort. Warum verarsche ich euch Idioten, weil ihr die Leute betrügt? Ja, hallo. Hallo. Guten Tag, Steiger am Apparat von den Stromwerken. Sprech da mit dem Herrn Maulwurf. Ja, einen Moment bitte, dann muss ich den einmal holen. Warten Sie bitte kurz. Ja, Maulwurf. Hallo Herr Maulwurf, ja, schön, dass wir Sie erstmal erreichen. Ich grüße Sie. Ja. Wir haben Sie schon gefühlte 100 Mal angerufen. Und zwar, es geht sich darum, dass wir die Information hier haben, dass Sie seinerzeit über die brutalen Seiten nach einem günstigen Stromtarif erkundigt haben. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ja, klar. Danke. Also Sie haben sich ja mal bei uns auf den Portalseiten nach einem günstigeren Stromtarif erkundigt. Ja. Und da haben wir Ihnen noch zugesagt, sobald sich da was zum Positiven entwickeln sollte, dass wir uns nochmal telefonisch bei Ihnen melden werden. Es geht ja um die Straße an der Wilddeiche 67, ja, in Baden-Baden, ne? Sind Sie das wohl, weil Sie sagen schon 100 Mal, wo der immer versucht hat anzurufen? Genau. Ja, das ist ja, die müssen das mal länger klingeln lassen. Wenn man da bis zum Telefon gelaufen ist, dann haben die schon wieder aufgelegt und dann ja, war der ganze Weg umsonst. Herr Morgow, das Problem ist, wir haben 4,5 Millionen Kunden, ja? Nein. Und da sind immer ganz viele Leute, die auf uns dann warten, ja? Ja. Genau. Haben Sie auch Gas oder nur Strom? Wie bitte? Haben Sie auch, geht's bei Ihnen auch um Gas oder nur um Strom? Wegen dem Strom hatten Sie angerufen. Genau. Ja. Ich schau mal kurz nach. Was verbrauchen Sie denn im Jahr da? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde Ihnen da ja gerne eine Antwort drauf geben, aber... Ja, Sie können mich ja mal ganz kurz zur Seite legen und sich mal eine Rechnung da raussuchen, dann schauen wir mal gemeinsam drauf, ja? Dauert auch nur eine Minute. Ja, ich müsste erst mal schauen, wo wir das denn deponiert haben. Ja, machen Sie mal. Ich bleib mal kurz dran, ja? Ja, und wie heißt Ihre Firma? Wir sind die Stromwerke, ja, aus Leipzig. Aber ich wohne doch gar nicht in Leipzig. Ja, aber Sie können, man ist doch, das ist doch Jacke wie Hose, ist doch ganz egal, ja, Frau Maulwurf. Strom ja. Ist ja Strom. Strom ist doch Strom und Strom haben Sie doch schon, oder? Ja, das ist richtig. Genau. Es geht uns hier nur um den Strom hier, ja. Wir wollen nochmal schauen, was Sie da verbraucht haben, um mal zu gucken, was man bei Ihnen einsparen kann, ja. Und am Telefon machen wir auch keine Geschäfte, Herr Maulwurf, da kann ich Sie auch beruhigen. Ja, und wie kriegen Sie dann den Strom von Leipzig daher bei mir zu Hause? Das erkläre ich Ihnen gleich alles, Herr Maulwurf, ja? Was verbrauchen Sie denn da? Schauen Sie mal kurz nach. Oder mit wie vielen Personen leben Sie denn da? Ja, ich wohne eigentlich alleine. Aber Sie haben ja eben schon mit meinem Haushälter gesprochen. Der ist ja aber hier. Aber die schlafen nicht bei Ihnen oder verbrauchen da Strom oder so. Die putzen dann, oder ja? Ja, der macht hier alles, was ich so selber nicht mehr so gut machen kann. Ja. Also ich weiß wohl von meinen Auszügen, das ist jetzt ja Monatsanfang, da hat er mich richtig. Zur Bank gefahren, dass das so was um die 48 Euro sind. Ja, ich habe was für Sie gefunden, das wären 800 kW, ja? Das wären im Jahr nur noch 260 Euro? Im Jahr? Im Jahr. Und im Monat wären das, Moment. Im Monat wären das nur noch 21 Euro für Strom. Wie bitte? Das wären nur noch bei der EWIN-Energie EG nur noch 21 Euro. Statt 48? Richtig. Wie ist das denn möglich, junger Mann? Ja, soll ich Ihnen mal erklären, warum?
Ja, bitte. Weil wir als Firma haben uns das Ziel gesetzt, ja, dass Strom keine Merkmalsqualitäten hat. Strom ist Strom. Ist ja piepegal, wo Sie das herbeziehen, ja. Der ja. Strom wird ja nicht bei Ihnen blau oder rot leuchten, ja. Strom ist Strom. Ja. Deswegen gibt es ja uns, ne? Weil wir sind dafür da, dass wir moderate Preise wieder in Deutschland haben. Ja, und dafür brauchen ja. wir einmal die Kunden und die Zählernummer von Ihnen. Und wovon lebt Ihre Firma, wenn Sie den Strom verschenken? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, wir haben 4,5 Millionen Kunden, ja? Ja. Umso mehr man verbraucht, desto weniger zahlt man auch, Herr Maulwurf. Ja. Wir lassen uns ja nicht mehr hinter das Licht führen. Warum sollen wir die ganzen großen Konzerne damit Geld füttern, wenn wir selber nicht viel haben? Ja, dann sind sie eine antikapitalistische Bewegung, kann man ja so ja. sagen. Ja, das genau. ist, ja, das ist wunderbar. Da bin ich damals auch sehr aktiv gewesen. Das ist doch schön, ja? Ja. Also wie gesagt, Herr Maulwurf, am Telefon haben wir keine... Ja, kennen Sie noch ja. die Rote Armee-Fraktion? Die Rote Fraktion, ja, RAF. Ja, richtig. Aber ich bin Jahrgang 92er, ja. Ich habe darüber Bücher mal gelesen ja. und Reportagen geguckt, ja. Die waren ja schon ziemlich hart dabei, ne? Ja, aber wenn Sie ein bisschen früher geboren wären, hätten Sie mit Ihrer Überzeugung da sicherlich auch mitgemacht. Aber mit Ihnen zusammen natürlich, Herr Maulwurf, ja? Ja, also ich habe da noch so ein paar Rezepte im Keller, wenn Sie da Interesse haben, weil ich kann das ja nicht mehr machen. Ich bin ein bisschen zu alt geworden. Da können Sie mir mal erzählen, was denn für Rezepte? Ja, hört sich ja auch interessant an. Ja, Sie wissen ja, was man für solche Aktivitäten für Rezepte braucht. Jetzt machen Sie mich aber richtig neugierig, Herr Maulwurf, ja? Ja, Sie mich auch mit Ihrem Strom. Jetzt sehen wir mal, wer zuerst nachgibt. Wir haben okay, da also so, ich kann... so Zusammensetzung für so einen ganz leckeren Cocktail. Ja? Ja, verstehen ja. Sie, was ich meine? Ja. Ja, sehr aber, gut. Aber ich habe einen Papi zu Hause, ja? Der ist Anwalt, ja? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich mir was fehl erlaube, was ihn stinksauer machen würde, ja? Ja, aber Sie wissen doch, dass die ehemaligen Anwälte von der RAF, die haben dann doch selber mitgemacht bei denen. Da haben Sie recht, Herr Maulwurf, ja. Sehen Sie, da können Sie Ihren Vater froh. Mal vom Antikapitalismus überzeugen. Ja, das kann ich machen. Ja. Wie kann ich auch noch davon überzeugen, dass es günstigen Strom in Deutschland gibt, ja? Ja, kann man da auch Molotow-Cocktails tausch machen? Klar, natürlich, wir tauschen doch sowieso gleich unsere Nummern auf. Ihre habe ich ja schon, ja? Weil wir werden ja weiter in Kontakt bleiben, wenn Sie einmal umgestuft haben. Das heißt, wir rufen Sie Jahr für Jahr an, Herr Maulwurf. Ja, sehr gut. So, was ich genau von Ihnen einmal brauche, ist die Kunden- und Zählernummer, ja? Sie rufen aus Leipzig an, sagen Sie. Richtig. Ist da nicht jetzt am Wochenende die große Demo gewesen? Damit habe ich wenig am Hut, ja. Das hätte ja sein können, dass Sie das mitgekriegt haben, wenn die da auch die Autos anzünden. Nee, damit habe ich wenig. Ich bin eher der Wortgewandte, ja. Ich bin immer dafür, dass man mit den Reden mehr schafft als mit den Fäusten, oder? Ja, aber was machen Sie, wenn die Leute nicht mehr mit Ihnen reden? Dann muss ich mich wehren, ja, aber es ist schon mal ein Unterschied. Aber Herr Maulwurf, ist ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt den ersten Schritt macht oder ob man sich verteidigt. Ja, das ist natürlich immer eine Gegenwehrhandlung. Richtig, Herr Maulwurf. Das ist wohl wahr. Ja. Ja. Ich komme, also Sie sind geboren am 1.4.1943, ja? Richtig. Wow, haben Sie ja schon einige Zeit miterlebt, ja? Ja, das ist richtig und ist immer scheiße geworden. Ja, das kann ich verstehen. Damals haben wir Deutschen viele Fehler gemacht, ja. Aber die haben wir alle gemacht, oder? Ja, weiß nicht. Wie viele Leute haben Sie denn umgebracht? Also ich war ja zu der Zeit gar nicht... Ja, na sehen Sie, dann können Sie jetzt doch nicht von einer Kollektivschuld sprechen. Ja, ich höre das ja, was mein Opa mir sagt und was meine Oma mir erzählt, ja? Ja. Kann ich nur das wiedergeben, was Sie mir erzählen immer? Das ist wohl wahr. Und glauben Sie das dann alles? Wenn ich mal ehrlich bin, ich bin so ein kleiner, so eine Leseratte bin ich, ja? Ich ja. muss immer alles mal durchstöbern und durchlesen. Ja. Und ich sage immer, Herr Maul, wir sind alle Menschen, ja? Ja. Deswegen sind wir auch Menschen, ja? Und ja. Menschen machen Fehler, so? Aber ich glaube immer an das Positive im Leben. Ich glaube immer an das Gute im Leben. Das hätte Hitler mal vor Gericht zu seiner Verteidigung sagen sollen. Wir sind alle nur Menschen und machen Fehler. Ja, da wäre er bestimmt freigesprochen worden. Das stimmt, ja, das stimmt. Das stimmt.
Ich meine, der Adolf Hitler hat ja auch gute Sachen für uns gemacht. Ja, sagen wir mal, die Inflation, wo wir die Geldkrise hier in Deutschland hatten, ja, wenn wir die Leute wirklich durch die Erzählungen mit einem ganzen Schubkarren voll Geld ein Boot kaufen gegangen, ja? Ja, das ist richtig. Genau, hat meine Oma mir auch erzählt. Und wer war daran schuld? Das sagen Sie mir jetzt. Wer war daran schuld? Ja, ich möchte wissen, wie sehr Sie sich belesen haben. Also ich bin dafür da, dass die Amerikaner schuld waren. Und alles gut? Ich mit Jens Bademann, ja? Ja, wer ist da? Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Otto Frimann von Beratungsunternehmen. Ich möchte Ihnen die richtigen Informationen geben über Kryptowährungen. Die richtigen oder wichtigen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Auch richtigen, auch wichtigen. Ach so, beides. Ja, cool. Ja, beides. Und was gibt es da zu wissen? Haben Sie über Bitcoin gehört, oder? Was habe ich gemacht? Bitcoin verprügelt? Nein, haben Sie über Bitcoin gehört oder haben Sie Erfahrung? Ich habe schon ganz viel über Bitcoin gehört und Erfahrung habe ich nur im Bett. Und du? Ah, sehr gut, ich bin... Du bist noch Jungfrau, also wie du dich anhörst, hä? Na, ich bin Expert in diesem Bereich. Ah, du bist ein Experte, das ist ja super. Ja. Und Herr Bademann, Sie haben eine gute Chance, Geld zu verdienen. Bei wem? In diesem Kryptowährungen, mit Kryptowährungen. Ach so. Und was muss ich da machen? Wir können Ihnen Typen geben und... Typen? Nee, ich mag keine Männer, ich stehe auf Frauen. Oh. Also bist du von so einem Bordell oder was? Machen Sie beruflich? Ha? Was machen Sie beruflich? Ich bin Bademeister, sag doch meinen Namen schon. Bademeister, ja. Ja, wirklich, gut. Bei Hallenbad hier in Hamburg. Hamburg, ja? Oh, ja, Hamburg City, Reeperbahn. Okay. Und Sie können Geld verdienen. Ich erkläre Ihnen alles. Das glaube ich zwar nicht, aber probier mal. Ich bin gespannt, was ihr so gelernt habt in den letzten zwei Tagen. Darüber müssen Sie investieren. 250 Euro, ja? Und pro Monat bekommen Sie etwa 40-60% Gewinne. Das bedeutet... 40-60% Gewinn? Was ist das denn? Ja. Als Investierung. Investierung? Ich dachte, ich soll Gewinn machen. Ja. Ja? Um Gewinne zu haben, muss man investieren, ja? Investoren zu sein. Ja, oder einfach eine Bank ausrauben. Ich meine, so wie ihr das macht, funktioniert es natürlich auch. Das funktioniert wie Online-Banking. Ja, das ist gut. Aber Online-Banking kann man nicht ausrauben, oder? Kryptopreise ist instabil, ja? Ich glaube, hier ist einiges anderes instabil. Deine Schulbildung, dein Kopf, da ist so einiges. Das ist alles. Gerade über Kryptowährungen. Ja, bei dir ist doch alles kurz vorm Implodieren, ne? Ja. Und geht's dir gut oder hast du Schmerzen? Wie bitte? Geht's dir gut? Ja. Ja? Und das freut mich. Und wenn Sie investieren, dann können Sie profitieren. Darüber haben wir schon gesprochen und müssen wir ein Konto erstellen auf offiziellen öffentlichen Plattformen. Das heißt Sextrade. Haben Sie gehört, oder? Was? Sextrade? Nein, ich will nicht so Videos machen wie der Drachenlord. Was für den bringst du mich? Herr Bademann, das ist kein Witz. Können wir seriös sprechen? Du willst mit Sirius sprechen? Nee, der ist gerade in Azkaban. Das geht nicht. So, was muss ich machen? Erzähl mal. Was anderes schnallst du sowieso nicht. Ich hab schon gesagt, ja, aber was muss ich machen? Eine Konto erstellen. Wo denn? Investieren Sie und beginnen Sie Ihre Profite, ja? Postbank, Sparkasse, russische Raiffeisenbank, wo soll ich Konto machen? Russische, das ist nicht, ja. Nicht mehr brauchen wir, ja. Was ist das? Haben Sie Sparkasse ein Konto? Ja klar, 3 Stück. Eins für Firma, eins für meinen Babuschka und eins für meinen Devuschka. Sind Sie russisch? Ja, natürlich. Paruski, blöd. Paruski? Paruski. Ich kann russisch sprechen. Ja,
Aber ich glaube, ja, Deutsch ist besser, wa? Deutsch ist besser, ja, genau. Ja, gut, dann sprechen wir Deutsch. Deine Muttersprache ist Deutsch. Okay. Das ist gut. Meine auch. Ja. Wenn meine Mutter ist Deutsch, dann ist das meine Muttersprache. Was ist deine, was ist deine Vatersprache? Sag mir. Dänisch. Dänisch? Ja. Gottverdammt, Kaskop. Hast du das verstanden? Nein. Dann bist du kein Däne. Was erzählst du mir für Lügenmärchen? Wir sprechen über Kryptowährungen. Hallo. Nee, wir sprechen gerade. Wie heißt die Königin von Dänemark? Na. Ha, 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 ha. Hab ich dich? Nein, nein. Von wo rufst du an? Aus welcher Stadt? Ja, da scheitert's dann wieder. Anruf aus Kalkutta. Von einem, ich habe seinen Namen schon vergessen, der Deutsch Muttersprache ist und sein Vater ist ein Däne, aber er kann weder Deutsch noch Dänisch. Versteht wahrscheinlich nur idiotisch, das aber fließend in allen Akzenten, Dialekten und Sonderformen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Hochgipfel der Intelligenz.